Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast, ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Prost! Genau, es ist heute so, wir wollen heute den ersten Kaffee produzieren, Folge 60. Also, locker, easy, hoffe ich zumindest. Was denn? Ja, nach der Folge werden wir die Zeit auch wieder weiterfahren lassen. Genau, nach der Folge. Sonst kriegen wir jetzt gleich hier noch frisches, neues Rollmaterial. Oder also wenn der Kaffee läuft, läuft die Zeit weiter. Vorher gibt es keinen Antrieb. Ach so, wie in der einen Folge, wo wir die Zeit die Zeitmaschine. Ja, die Zeitmaschine. Das Zahnrad. Ja, genau. Zur Zeit. So, einmal links rein. Wir denken an die Geschwindigkeit. Ja. Okay, das ist ein bisschen doll viel. Ja, es könnte schwierig werden. So. Müssen wir nur noch gucken, dass wir das irgendwie nochmal kreuzen können. Kreuzen können, genau. Machen wir nochmal anders. Erst gerade bauen, dann verschwenken. Ja. Der Plan ist gut, Manu, den machen wir. Haben wir ja schon Übung. Die haben wir auch nochmal weg, die auch. Mal gucken, ob wir den auch so flott hinkriegen wie den auf der anderen Seite. Boah. Jetzt wurde Manu aber gespoilert. Mhm. Muss es nur rückwärts funktionieren. Gar nicht. Da am Bahnhof für ihn, oder? Nice. Dann machen wir frisch. Er mag uns nicht. Ah, hast du gesehen den Trick? Ja, ich habe ihn gesehen. Das war gut, ne? Mhm. Aber mit allen Mitteln gewaschen hier. Der war richtig gut, Alter. Der war richtig gut. Ich glaube, ich habe wieder was dazu gelernt. War das mit Gleisbedrängungsfaktor? Im Tunnel. So. Ja, dann schon mal gucken, ob wir eine Kurve hinkriegen. Genau, jetzt wollen wir hier eine Kurve hinkriegen. Das ist jetzt Innenseite. Die ist ja gar nicht mal so schlecht. Wir müssen bloß runter. Ja, genau. Also bis hier erstmal den. Sicher. Ja. Können wir ja schon. Müssen wir mal gucken, ob wir die nochmal neu bauen. Die untere Strecke. Genau, die Strecke. So, das heißt, wir gehen hier auf eine 160 und stark runter. Nein, das ist die innere, ne? Die innere muss ja dann auf 160, genau, das reicht mir. Und dann geht der hier auf 161, genau. Okay. Und dann gucken wir mal, ob wir da rankommen, da unten. Nicht da oben, sondern da unten. Nicht so sein, ist auch nur 158. Achso, nee, warte mal, die ist nicht symmetrisch. Tunnel zu kommen. Ja, ich glaube, du musst weiter nach rechts noch. Damit wir in den Tunnel reinkommen. Aber viel dürfen wir da nicht mehr, ne? Schaffen wir den Radius nicht mehr. Uiuiuiui. Nicht tief.
Das ist wirklich schon ziemlich tief. Ich habe nur 944, aber ich glaube, das ist vorm Bahnhof jetzt nicht so dramatisch. Wenn du mal direkt anklemmst, was hat. Also wärst du ansonsten, wenn wir direkt anklemmen, wirst du keine 944 hinkriegen. Dass er dann ein Ei macht. Ja. Warum geht das? Das war jetzt der Äußere. Das war der Äußere. Das Äußere, entschuldige. Der äußere Schienenstrang, ja? Der äußere Gleis. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Lem. Dann haben wir den schon mal angeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt bis oben hin die Strecke fertig. Nur noch einen Anschluss an die. Was aber auch nicht so riesenproblematisch sein dürfte. Aus. Das sieht gut aus. Ja, ich weiß, die Geschwindigkeit war sehr niedrig, aber wir wollen ja auf den Berg rauf und dann brauchen wir eine höhere Geschwindigkeit in dem Bereich hier. Finden wir jetzt oben schon den Bahnhof? Ja, wir wollten oben ja noch was anderes bauen, ne? Ja, da gab es ja diverse Wünsche, Vorschläge. Schon gar nicht so schlecht. Oder? Ist gut geworden, ne? Ja. Gut, dann brauchen wir hier vor noch eine Kreuzweiche. Müsste jetzt nicht hochgeschwindigkeitskonform sein, aber das machen wir jetzt trotzdem einfach mal. Weil wir dann aus dem Gleis raus mit einer anderen Gleisform ein wenig zaubern wollen. Das war der Wunsch nach mehr Abwechslung. Ja. War mal zu wenig. Und? Ansonsten haben wir hier einen Knubbel. Stimmt, ja. Also mir wurde gesagt, wir sollen nicht immer auf Endgeschwindigkeit gehen, sondern einfach auch das Gleis mal Gleis sein lassen. Reisen wir da mal rum. Nö, kannst du enger fahren, stimmt. Ich kann hier voll eng fahren. Sich jetzt alle wundern, warum. Ja. Dann sehen sie das gleich, also dranbleiben. Ich bin mal gespannt, ob das was wird. Nee, du musst dranbleiben. Bin ich gespannt, was das hier für eine Kurve wird. Ah, okay. Also direkt bei einer 48. Na? Nehmen wir. Ich denke auch. Machen wir auch die 90 Grad Abbiegung? Nein, machen wir nicht. Oh, guck mal, hier haben wir noch 53. Dann gehen wir hier mit langer Berg. Und dann haben wir hier unseren Bahnhof. In Begrenzung auf. Ach, guck mal, wir können noch 120 machen.
Voran. Aber man nimmt zwei Gleise bitte, ja, wegen Beladung. So, Bahnhofsgebäude. Groß. Ja, ich würde schon eher groß tendieren. Ah, eher ein Durchgang, dann kann man gleich noch Gebäude auf der anderen Seite setzen. Standard. Leitung brauchen wir. Achso, wollen wir hier noch Straße bauen? Ja, würde ich schon sagen. Sieht ja ein bisschen besser aus, ne? Achso, wir brauchen ja nicht unbedingt daran. Warte mal. Und es kann auch ein Feld. Es soll ja auch nicht immer nur gerade und gerade und gerade sein. Müssen wir von dem sogar noch wieder was wegreißen? Altes Gleis. Kann man aber länger an der Straße dranbleiben mit einer engeren Kurve. Ich finde das eigentlich so okay. So, Klassiker. Damit würde ich jetzt noch eine Ausweichstelle bauen, oder? Genau, wir wollen jetzt hier mittendrin noch eine Ausweichstelle bauen. Und die wird cool. Oh ja, ich habe da schon eine Idee. Wir haben beide denselben Blick haben, Kai. Wir haben uns nicht ein Wort darüber besprochen. Aber cool, dass wir beide denselben Blick haben, Mann. Finde ich mega gut. Hättest du schon ein bisschen enger im Wald bauen können. Ja, klar, mache ich. Warte. Also den vorderen Teil schon ein bisschen geschwungener hier. Den Waldrand. Baum zu kassieren. Achso, wir müssen ja direkt rein. Wir können direkt rein, sage ich mal so. Das finde ich sehr cool. Guck schon nochmal vorne am Werk. Ich habe da so das Gefühl, dass unsere Zuschauer recht haben, dass wir es nicht angeklemmt haben. Welches Werk? Die Kaffeeplantage hat, glaube ich, keine Bahnhofsverbindung. Das kann sein. Haben Sie sogar recht. Aufmerksame Zuschauer. Wir wischen uns auch immer wieder, ne? Bei dem haben wir ja noch einen Feldweg bauen, gerade rüber, so ein Stück. Auf den Hof, genau. Oder wo wolltest du hin? Könnten wir okay. Vorne abgehen. Ne, das sieht doof aus. Nein. X bitte. Danke. Ich mach das jetzt einfach mal. Somit hätten wir eine Connection. Okay, also Linie. Neue Linie. Güterzug. Kaffee. Achso, warte mal. Erstmal ist das. SK. Kaffee. Bohne. Böhnchen, ja. Zu
BS. Rösti. Fahren wir von hier. Oh, ist sogar richtig, ey, cool. Ja, ich würde aber vorschlagen, dass man die Linienfarbe auf Rot ändert. Okay. Weil Kaffeebohnen sind ja rot vor der Rüstung. Das stimmt. Braunschweig. Rösti. Röstig. Linienfarbe. Knalliges Rot. Braunschweig kriegt einen dritten Wald. Okay. Okay. So, dann bauen wir uns den Zug zusammen. Dann kann der nämlich schon mal losbügeln. Ja. Was denn? Losbügeln. Losbrettern? Passt das besser? Ich würde eher sagen, losschleichen. So, unmodernisiert. 50 km/h, ja, ihr habt richtig gelesen. Dann, wenn wir uns den modernsten, wenn wir einmal von 1906, 1925 und 1949, die wollten wir eh schon lange mal nehmen, die haben auch eine gute Kapazität. 1, 2, 3, 4 Stück sind bei unter 100 Meter, das schaffen wir. Jetzt könnten wir den Bahnhof auch ausnutzen. Oder wollen wir, ja, die hatten die Challenge. Wir können da nochmal den Chat gleich. Hast du jetzt, hast du einen 80 Meter gebaut oder einen 100 Meter Bahnhof? 120 Meter Bahnhof? 120. Ja, jetzt schick erstmal mit unter 100 Meter. Okay. So, davon zwei Züge. Und auf den Güterzug SK Bohne Rösti. Gut. Die fahren schon mal los. Die gucken wir uns gleich in Ruhe an, wenn die da sind. Die Kaffeebohne müsste ja jetzt schon Gas geben. Die Kaffeebohne müsste jetzt schon. Die gibt gerade Gas. Hat sie gerade gemerkt, oh, ich habe was vergessen. Finde ich sehr cool. Finde ich sehr, sehr cool. Okay, Güterzug. Röststoff. BS. Röststoff. Okay. Achso, ne, warte mal. Andersrum. Röst. Nach K.A. Ah. Ja. Kaffee. Kaffee. K.A.F.E.E. Die sind so bräunlich, ne? Die sind jetzt eher bräunlich. Ne, das ist Schokobraun, das ist eher Kaffeebraun. Ja. So, wir fahren von hier oben los. Tuckern über die halbe Karte. Und landen. Das passt soweit. Und was hat er oben gemacht? Das passt auch. Und so lassen, ja. Sehr gut. Dann kommt jetzt der Kaffeezug. Ja. Also, was haben wir denn im Güterwagen im Kaffee? Ach, wie süß. Gerne. Oh, wie klein und dünn die Räder sind. Speichenräder. Das war damals halt üblich. Dann sieht man die Reminiszenz an die Dampflok. Treibstangen. Genau. Das war damals sogar noch Vorschrift. Da steht sogar was drauf. Ne, die sind dreckig. Rostig. Okay. Rostig. Hallo? Wir haben noch keinen rostigen Kram gekauft, Manu. Wenn die immer die Ersatzteile aus den alten von dir zurückgegebenen Loks ausbauen müssen, wegen dem Recycling-Gedanken. Jetzt haben wir uns da gar nicht drüber unterhalten, ne? Nö, aber wir könnten mal bei Cargo gucken, Kaffee möglichst schnell. Hältst du davon? Schnellen Kaffee, sagst du? Schnellen Kaffee. Das wären nur 50 hier, wären dann die 120. Mehr haben wir ja noch nicht. Könnte ja vielleicht in der nächsten Folge kommen. Das wären die Brombergs. Die was ist auch. Das? Was ist denn das Kohlensäurewägelchen da oben? Wäre mit 100 dabei. Und 20 Kapazität. Naja, ne. Aber warte mal. Wenn du jetzt. Der ist 8,7 Meter lang.
Und der ist 18 Meter lang. Also wäre der schon kürzer als der und könnte dasselbe mitnehmen. Ein Stück, ja. Ja, da war natürlich nur 100 km/h, ist aber eine eigene Strecke. Also wäre schon möglich. Aber wäre mal eine Abwechslung. Könnten wir ja mit rein, na gut, mit reinnehmen ist auch doof, wenn es nur 100 sind. Ne? Ich würde mal gucken, was wir an Lok haben in 100. Dampf? Dampf? Hier ist Geschwindigkeit. Da wären wir schon bei 100. Hier fährt nur 90. Wie klar ist 9000? Schwere Güterzuglok? Atlantik. Personenzuglok, ich weiß. Was ist mit der Baureihe 23? A35 hatten wir auch lange nicht mehr. Reihe 23 unten drunter. Die 23. Ach, das sind doch die, die nach links waren, ne? Nee, gar nicht. 100, gar nicht. Nee, die fahren 110. Ja. Würden wir auch mal nehmen. Lass uns das mal machen. Doppeltraktion. Wir sind jetzt schon nur bei gut. Also mehr als Doppeltraktion würde ich eigentlich nicht gerne nehmen, weil das sieht bei Dampfloks nicht so schön aus. Da könnte man noch einen Schub E-Lok hinten dran machen. Damit sie den Berg hochkommen? Ja. Gut, dass sie leer hochfahren. Wäre ja nichts Unübliches. Das stimmt. An der Geislinger Steige und an der Frankenrampe, also an der Spessartrampe in Franken, ist das nichts Ungewöhnliches. 200 Meter? Ich würde sagen, für den Anfang gut, ne? Ja, könnten wir mal zwei Stück auf die Bahn schicken und gucken, was passiert. Ich würde schon vier Stück auf die Bahn schicken. Das stimmt, die Streckenlänge, ja. Habt ihr das gehört? Das hat Kante gesagt, von ganz alleine. Ja, er sieht den Profit am Laufen, wenn Kaffee mal läuft. BS. BS. Die erste Linie mit BS am Anfang. Die Güterverkehr. Genau. Wunderhübsch. Und der fährt jetzt ja nur Bohne, ne? Die können nur Bohne und... Ach ne, die können Bohne, aber die können keinen Kaffee. Doch, Kaffee können sie auch. Doch. Dann könnten sie theoretisch ja sogar Kaffee mit hochbringen für Braunschweig, wenn Braunschweig Kaffee möchte. Könnten die den da abholen beispielsweise? Oder Schkopau könnte das auch da abholen. Ladeterminal oben setzen. Könnte man. Es ist ja nur eine Idee erstmal. So, wir sind dann hier Zuführung. Da ist die eine. Die muss leider erstmal wieder warten. Nee, doch nicht. Die andere ist hier oben. Zeugungsqualität. Ja, läuft. Läuft gut. Details. Immerhin gut. So, wie sieht das hier aus? Kaffeebohnen? Achso, die können. Ich wollte sagen, die können ja noch gar nicht gefahren sein. So. Wie viel in der Produktion? 125. Ja, weil da nichts transportiert wurde. Oh, und die können nur einmal ausbauen. Das heißt, wir haben dann eine Produktion von 250. Da gibt es halt noch eine Kaffeeplantage. Wir wollen ja auch von unten noch hochholen. Was das wohl kosten wird, diese Kaffeeplantage dann nochmal. Na gut, von unten können wir auch noch holen und hier hätten wir auch noch eine in Braunschweig. Also es wäre durchaus im Rahmen des Möglichen. Aber es wäre ein ganz schöner Gewinnsmann, ey. Jetzt bin ich gleich mal gespannt. Wo fahren die überhaupt hin? In welche Spur? Braunschweig Rösti. Ja, ich musste nur gucken, in welche Spur sie reinfahren. Da auch reinfahren. Ja, wie oft haben wir das schon gehabt, dass die in die rechte Spur gefahren sind und gesagt haben, ich komme auf meine Spur nicht rauf. Ja gut, dann müssen wir noch ein Gleis hier neben dran stellen. Dann müssen wir noch ein Gleis stellen, das stimmt. Ja gut, das ist ja... Sollte ja nicht das Problem sein. Nee, das stimmt. So, das ist der
Anfang, bei wie viel sind 25 Minuten. Also es ist noch sehr gut, könnte durchaus eine Überlänge-Folge werden. Aber es ist alles jetzt auf dem Weg. Ja, weil er wollte ja den kolumbianischen Hochlandkaffee wollte er nicht einfliegen, unser Kante. Hört euch das an, ey. Also Kaffee wird echt eine Herausforderung. Wie viel Abnehmer? Wir haben 2 Kaffeebrennereien, der Schwede. Okay. Kaffee-Röstereien. Kaffee-Röstereien, ja, ja. Kaffeebohnenfarmen haben wir, wenn du mal auf die andere guckst. Gleich. Jetzt mal gucken, ob ins richtige Gleis kommt. Ich wollte mir den nochmal angucken müssen. Kleine Schildkröte. Aber das ist schön. Sind die schön? Die verschwinden nicht. Ja, das. Und mal gucken, wie sie beladen aussehen. Oh, stimmt, wir hatten hier noch den Spiel gebaut, ne? Passt das überhaupt? Oh, gerade so. Passt. Genau, und wie sie beladen aussehen. So, jetzt wird's spannend und. Yay! Er schafft es. Ein super duper Lokführer hier. Vergessen wir mal den Fahrdienstleiter nicht. Der damit sowas kommt wie. Ich hab's doch gesagt. Barbefehl war eindeutig Gleis 2. Ja, wir fahren auf jeden Fall gleich eine Runde. Ja, mit. Schön entspannt. Wir haben ja noch ein paar Minuten Folgezeit. Auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Genau, wir wollten noch mal gucken, wie viele Lieferanten es gibt. Es gibt 6 Kaffeeplantagen. So, dann gucken wir uns mal die neue Strecke an. Haben wir ja lange nicht mehr gemacht, eine Mitfahrtfolge. Viel zu lange eigentlich schon. Passt. Wir sind ja Folge 60, passt ja. Stimmt, Folge 60. Guten Tag. Du siehst genauso aus wie der andere. Ja, wenn du die immer klonst. Ich klone. Ich klon's ja wohl nicht hier. Wird eigentlich so eine langsame Kurve gebaut, ne? Ich glaube du. Ich baue hier nicht, das weißt du doch selber. Ey, die mehr, dass ich baue, die hält sich ja schon seit TPF 1 Staffel 5. Ja, ich kann das gar nicht so gut. Ich bin nur ein Sabbelmois. So, guck dir das mal an. Schöne 50 km/h hier. Wie schon gesagt, entspannt durch die Wildnis. Prärie. Pampa. Landschaft. Pampa. Auf Pampa bin ich auch noch nicht gekommen. Ja, wobei die ist ein bisschen rötlicher von der Farbe her. Die hat dann fast das, was am Straßenrand ist, die ganze Zeit. Ja. So, jetzt gehen wir auf das Hinfahrgleis. Finde ich sehr, sehr gut. War eine tolle Idee von dir, Manu. Ich habe da keine Idee dazu beigetragen. Ich habe nur gesehen, was du gemacht hast, eine Sekunde bevor du es gemacht hast. Das ist das Schlimme an der ganzen Sache. Für die, die zum ersten Mal zuschauen, ich habe 1,5 Sekunden Delay zu Kante, weil ich gucke den Livestream und kommentiere den. Genau. Das heißt, wie er hier gerade angefangen hat zu bauen, hatte ich aber denselben Blick und habe genau die Lücke gesehen wie er. Das macht halt dann schon ein paar Jahre gemeinsames Zocken aus. Also, sagen wir mal so, dieses grüne Leuchten da zwischen den Bäumen, das war eindeutig zu sehen. Ja. Fahr hier entlang, fahr hier entlang. Ja, hier komme ich her. Nein. So, hier links sehen wir schon unsere Kaffeeplantage. Auch wenn das gar nicht so nach Kaffee aussieht. Unser Fachpersonal aus dem Zugdienst meinte, das heißt jetzt Zugverkehrssteuerer und nicht Fahrdienstleister. Leiter. Hey. Ja, aber wir sind im Jahr 1950, da hieß das noch Fahrdienstleiter. Gut, Manu. Guck mal, wie die Kaffeesäcke hier aussehen. So, schnick, knick. Finde ich auch. Richtig gut aus. Wir sind ja aus der Kampagne, wenn ich das nicht. Genau. Hab's ja auch Kaffee. So. Oder was? Man sieht nix. Oh. Sind wahrscheinlich nicht voll genug.
Ja, das ist etwas schade. Aber vielleicht sehen wir dann, wenn die Züge in der nächsten Folge voll sind. Weil alles schon ausgebaut und weitergemacht ist. Und das ist schon echt cool. Ich freue mich da sehr drauf, auch auf den ersten Kaffee, weil wir haben ja wir haben noch ein bisschen Zeit. Und das heißt, wir bringen jetzt ja das erste schon hin. Er verarbeitet. Genau, und dann kriegen wir vielleicht schon mit dem ersten Zug gleich was mit. Ich hätte jetzt gedacht, der andere Zug steht schon hier und wartet. Vielleicht fährt er schon auf der anderen Strecke. Ja. Noch um die Ecke da hinten. Oder er hat sie im Bahnhof verfahren. Aber who knows? Da hinten durch die Bäume, aber keinen. Sehen wir gleich, wenn bei uns das Signal rot ist. Wenn es grün ist, dann halten wir mal die Luft an. Dass uns ein Zug entgegenkommt. Doch, der ist ja echt rumgefahren. Gut versteckt. Jetzt schon. Sagen. Jetzt schon direkt eingetaktet. Ich glaub's ja nicht. Warte mal, ist da hinten noch ein Zug? Kann er mal reinfahren? Gibt schon, ja, schon Gerüchte, schon dass. Gibt schon Gerüchte, dass die Ladung gar nicht auf den Waggons ist, wegen der wenig Dings, sondern im Maschinenraum von der Lok. Weil es so wenig ist. Ja. Ja. Wurde doch in Deutschland das Kaffeekontingent 1949 offiziell von den Alliierten aufgehoben. Ach, das ist schon echt cool geworden, die Ecke hier. Das finde ich auch sehr gut, dass wir das so umgesetzt haben. Vielen, vielen Dank an alle, die hier im Livestream mit beteiligt waren an der Entscheidung und an den Ideen, die damit reingeflossen sind. Also ganz, 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 ganz großes Klasse. Der Zug fährt weg. Oh, das macht aber nichts. Wir haben ja 4 Stück auf der Strecke. Da hinten kommt schon der nächste. Na dann. Weißt du, wenn der jetzt endlich mal anhält, irgendwann am Ende des Bahnhofs? Nein, am Ende ja Ladung. Nicht. Der fährt dann bis zur Mitte, Gott sei Dank. Seine Ladung rausschmeißt, die Sherpas das Zeug rübertragen zur Produktion. Oh. Sehr gut. Erste 483.000. Und da wird schon das erste produziert. Und da geht das erste in den Versand. Das erste Kakaobühnchen. Kaffeebühnchen. Kaffeebühnchen. Kakaobühnchen. Wie denn schon Kakao in der Kantweiz? Ich mag Kakao. War das auf Minderheiten wird nur bedingt Rücksicht genommen. Du haust aber auch Dinger raus. So, wir haben schon 4 Kaffeeböhnchen, das heißt 2 Kaffee sind da locker drin. Ein für Kante, ein für Manu. Ja, und du streckst ihn dann wieder mit Milch. Mit Milch und Zucker. Boah. Nein, ich mag überhaupt keinen Kaffee. Also ich hab das tatsächlich früher mal gehabt, dass ich aus einem Becher getrunken hatte und hatte gedacht, dass da ein Nussextrakt Getränk oder wie Manu das immer nennt, drin war. Cola-Nuss-Extrakt Getränk drin war. Und deswegen habe ich da genüsslich angesetzt und getrunken, aber es war schwarzer Kaffee. Dementsprechend hat es mir das Interesse an Kaffee versaut und irgendwo bin ich aber auch schon ganz schön froh darüber. Wenn ich mir angucke, was so ein Kaffeekonsum teilweise ist. Ja gut, ich konsumiere für dich mit in den Folgen. Das finde ich gut. Aber da erinnere ich mich auch an eine Anekdote von meiner Großmutter. Ihre erste Stunde in Westdeutschland. Sie kriegt einen Kaffee kredenzt und da war Zucker drin. Und meine Großmutter hat Kaffee immer nur schwarz und ohne Zucker getrunken. Eieieiei. Und? Hat sie weggeschüttet? Ja. Er landete bei ihrem Ehemann auf der Jacke. Sie konnte nicht an sich halten. Okay. Ja, ist so. Ja, und dann hat sie 4 Wochen lang gar keinen Kaffee getrunken und dann hat sie wieder angefangen mit schwarzem Kaffee. Ja, ist auch völlig in Ordnung. Ja.
Deswegen gab es bei ihr im Haus auch keine Milch für den Kaffee. Auch kein Zucker. Trinken Sie einen Kaffee mit Milch? Ja, denn aber nicht hier, bitte. Tschüss. Ich hab nur klein, stark und schwarz. Ach hier, so diese konzentrierten Kaffeedinger? Nein. Nein, der war halt richtig kräftig. Kräftiger Filterkaffee. Ja. Und du hast die Blümchen definitiv auf dem Boden nicht gesehen. Und dein Löffel berührte auch nicht den Rand, der stand da drin. Eieieiei. War dafür sind nur zwei Tassen am Tag getrunken. Eine morgens und eine nachmittags. Okay. Ja. Boah, der Himmel, haben sie so von ihr geändert? Kann ich. Er ist besser geworden im letzten Update, ja. Guck mal, da sind so richtig Verwehrung. Schleierwolken nennt sich das. Ja, genau, Schleierwolken. Ich kam nicht drauf. Ich weiß nur, dass der Wind das macht. Ja, oder das durchfliegende Flugzeug. Haben wir hier aber noch nicht. Oh, guck mal, da hinten, diese riesen Metropole. Siehst du die da hinten, Manu? Ja, sehe ich. Hat so eine Metropole hier gebaut. Keine Ahnung, irgendjemand liefert da dauernd Maren hin, dass sie sich ausbaut. Alter, ist ja richtig nochmal ein Berg, der da vorne kommt, ne? Mhm. Der ist mir nie so aufgefallen. Fährst du wenig mit? Ja, gut, es ist ja fast. Sein, ja. Ist ja im Moment noch fast nur Zuführungsstrecke. Fast, ja. Ja, demnächst wird hier ja mal vermutlich links von uns Personenschnellzug nach Braunschweig fahren. Links von uns? Soll dann irgendwo links biegen. Von wo denn? Von Kantopolis. Nach Braunschweig? Von Braunschweig möchte das überhaupt? Die will bestimmt nach Aschaffenburg. Gut, da kommt schon der erste Zug zurück. Die werden uns natürlich jetzt erstmal ein Heidengeld kosten. Jetzt, mein Gott, du warst bei fast 3 Milliarden. Ja, ich wollte ja auch nur mal sagen, für diejenigen, die jetzt vielleicht mal auf sehr schwer spielen möchten oder so, haben wir auch schon mal überlegt, ob wir das mal umarbeiten. Auf sehr schwer, aber ich glaube, das wäre nichts. Ja, wir wollen ja auch ein bisschen Progress sehen hier in Staffel. Ja. Ja, auch mal große Mengen durch die Gegend fahren und auch mal schön bauen, wie wir es jetzt gerade eben gemacht haben. Das ist natürlich eine nicht wirklich rentable Strecke mit 50 km/h. Nächster Halt, Kantopolis. Okay, ich gebe zu, sie macht mehrere Millionen vermutlich gleich. Wahrscheinlich, ja. Zack, kommst du unten am neuen Güterbahnhof raus. Herrlich, oder? Ohne zu bremsen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was wir für diese 6 Kaffeebohnen bekommen. Es werden noch Schätzungen angenommen. Gegenwert in Platin oder so. Wahrscheinlich, Diamanten. Ja. Wir werden bestimmt irgendwann nochmal schneller fahren hier drauf. Aber erstmal reicht es so. Mit 4 Zügen sind wir da ganz gut dabei. Mal gucken, was sagt er. Und ich sag 120. 156 lag gar nicht so schlecht. So. Und die erste Produktion geht los. Wo liefert das erste Böhnchen hin? Ich bin gespannt. Es ist ein Versand. Oh. Echt? K.A. Baumer. Ja. Manu kriegt die ersten Kaffee-Dinger hier. Oder? 3 Stück produziert, 2 Versand. Hä? Kannst ruhig 3 versenden, Mann. Na, zweierweise. Ich glaube, die eine Liebe, die braucht ein paar mehr LKWs. So, der hat den Kaffee. Ja. Ja, das hält sich immer. Also, die sind ganz gut dabei. Was ist denn jetzt Abdeckung? Brot ist immerhin schon mal etwas besser geworden. Aber ich glaube, es liegt immer noch daran, dass. Ah, doch. 90% nur Transport? Guck mal bei mir bitte am Bahnhof. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich liegen die. Liegen die am Hafen oder so? Nee, hier. In am Zug. Ich glaube, da geht was verloren. Ich glaube, wir bauen da nochmal an. Und bauen nochmal einen weiteren Zug für dich. Oder beziehungsweise können wir, glaube ich, sogar nochmal aufbohren. Wir können den mal ausbauen, das glaube ich auch, ja.
Aber das machen wir nicht mehr jetzt. Jetzt wollen wir nochmal unsere erste Kaffeelieferung in Aschaffenburg begutachten. Dann wollen wir mal gucken, wo der erste Kaffee hingeht. Das ist ja auch fast wie neu, wa? Boah, wenn Rostbraun Auslieferungsfarbe gewesen wäre. Na, die Lok hätte auch auf die Strecke gepasst. Die AE47. Ja, das stimmt. Können wir auch immer noch machen. Aber erstmal ist es gut so, wie es ist. Und immer dann. Boah, Alter, mäht das Ding vorbei. Und da bremst er ja schon an der Stelle. Ja. Aber die fährt nur 80, ne? Ja, wegen den Waggons. Wegen den Waggons? Ja, 100 fährt die Lok. 100 fährt die AE irgendwie, ja. Da können wir auch mal modernisieren, würde ich sagen, bei Gelegenheit. Ja, die KA Baumann, die können wir auf jeden Fall mal modernisieren. Das machen wir bei der nächsten Folge. Mit die erste Strecke gewesen, also von daher. Die sieht ja von der einen Seite anders aus. Ist mir noch nie aufgefallen. Ja, ist. Also auf der einen Seite sind die kühler. Ah. Dann weißt du. Was denn hier passiert? Bisschen Rückstau, bisschen schlecht, bisschen zu langer Zug. Ja, aber warum gerade jetzt? Das verstehe ich nicht. Der hätte doch vorher schon meckern müssen. Oder haben wir den, nee, den haben wir ja nicht, gar nicht erst umgebaut eben gerade. Das ist doch schon lange so lang. Ein. Na gut, dass wir da waren, du. Wir sind Reste mit. Und drängt er sich wieder vor? Nö. Ach, wegen dem Lagerbau. Stimmt. Ja. Sehr gut, vielen Dank. Ist ja gerade gebastelt. So, jetzt bin ich gespannt, wo das gleich hingeht. Ich bleib's direkt am Bahnhof. Das kann natürlich auch sein. Da unten ist aber kein Lagerung. Ne, dürfte nicht sein. Das müsste theoretisch umladen. Es könnte natürlich sein, dass es jetzt aufs Schiff geht. Gucken wir, haben wir auch im Blick. Da. Ich hab ihn. Ah, der hat's geschnappt. In die Brotrunde geht's. Wir haben den ersten Kaffee! Ja, nun fahr auch los mit dem Kaffee, sonst wird er kalt, Mensch. Dann meckert Manu wieder. Oh, bei Kante gibt's nur kalten Kaffee hier, ey. Was ist denn das Wort des Prost? Der ist schon kalt. Gibt ja schon fast zwei Folgen. Wollen wir noch gucken, wo er auslädt? Nee, ne? Auf jeden Fall hast du gewonnen, Manu. Du hast den ersten Kaffee. Ich kann mal gucken, ob bei mir irgendwo was drauf war. Der Linie nicht. Da auch nicht. Nein, ich habe keinen Kaffee mehr. Aber der hat schon 9 produziert. Also es sind immer noch mehr, alle nur zu Manu hier oder was? Sag mal, hast du die bestochen? Nö, die Bestellung liegt bloß schon seit 1900 da rum. Alter Schwede, du nicht ein Kaffee für meine Städtchen, ey. Gibt's ja nicht. Ich hoffe, dass du jetzt der Kaffeezug noch mehr runterbringt. Aber wir könnten ja mal kurz gucken, wie so die Alge... Den wollten wir ja mal umbauen, dein RB. Also da ist auf jeden Fall schon mal bei Versand und Produktion auf 100. Das ist richtig gut. Also ist auf der Linie schon unterwegs. Genau, das heißt, wir hauen alles raus. Hier sind wir auch sehr gut dabei. Das ist schon auf zweiter Stufe mit 250. Also geht er wahrscheinlich noch auf 500, hoffe ich.
Okay, also auf jeden Fall sind wir gut dabei mit den 4 Zügen, dass wir den ganzen Kram auf jeden Fall zügig wegbekommen. Hier wurde noch die Idee unterbreitet, das werden wir auch nochmal kurz machen, weil wir auch da hinten den Bahnhof auf 120 Meter begrenzt haben. Haben jetzt natürlich ein Gleis mehr, deswegen meckert er. Kommen wir zwar ran, aber das möchte ich nicht. Der soll auf die 7. Bohne Rösti auf die 7, bitte. Hat folgenden Hintergrund. Ja, ich weiß, dass wir schon völlig wieder in der Überlänge sind, aber das macht nichts. Ich glaube, das gefällt euch auch ganz gut. Weil so fährt er nämlich nicht mehr bis ganz hinten durch. Hier vorne. Schlauer Kante, ne? So, wir sind bei 100 Versand, 100 Produktion und 60% Transport. Also wir sind wirklich richtig gut davor. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Sieht das aus mit Öl? Ja, okay. Gebäude, doppelte Anzahl LKWs. Und Gebäude ran, sagt Manu. Jetzt haben wir zumindest noch ein bisschen Restreserven. Haben wir sonst noch irgendwo zu viel? Dünger. Wasser passt. Das passt. Ja, eigentlich auch Milch, jetzt bis Fleisch, genau. Aber Milch jetzt auch hochpowern, die Dosenmilch. Dafür muss er erstmal hier auf die nächste Stufe und hier auf die nächste Stufe. Dafür müssen wir aber erstmal, wie gesagt, 200 Kaffeebohnen anliefern, damit er hier überhaupt auf die nächste Stufe geht. Und ja, Lager dann muss ja der Transport ja auch immer noch. Mal Abnehmer gucken. Okay. Alle nur. Ja, lass uns mal Abnehmer gucken. Oh doch, ich habe auch ein paar gekriegt. Oh ja, hier, da, Lichtkappe. Ja. Jetzt. Da liegt der Kaffee. Na sauber. Jetzt wird wenigstens mal aufgeteilt. Ah, wie gesagt, Skopau könnte noch, wenn wir das Schiff noch zulassen und Offenburg könnte auch noch, wenn wir, wenn er in Aschaffenburg umsteigt. Ja, mit dem Schlaggeschiff könnte er zum Beispiel mitfahren. Schlaggeschiff könnte auch mitfahren, ja. Naja, da kommen wir aber nicht dahin. In der Hafen. Hier wäre dann... Die Stahllinie wäre noch eine Option. Nee, da hat alles offen. Nee, aber die Stahllinie hat ja nicht alles offen. Auf dem Bahnhof. Die Stahllinie hat nicht alles offen. Ach nee, wir haben gesagt, dass er nur ein bisschen was zurücknehmen soll, ne? Linie verwalten in Aschaffenburg. Ja, Kaffee mitnehmen. Genau, Stein und Brot nur. Kaffee noch sorgen. Wollen wir den auch gleich schon Kaffee? Ja, komm, dann sind wir mal nicht so. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Abforderung richtig angefahren. Und dann unser Michael. Da ist auch schon der erste Kaffee raus für Offenburg. Mann, ne? Wie waren doch eigentlich für mich die Kaffeebönchen? Wie gesagt, nächste Folge haben wir auf jeden Fall ganz oben auf die Agenda den Güterzug Kantopolis Aschaffenburg. So. Wollen wir die Zeit jetzt weiterlaufen lassen zum Folgenende? Zum Folgenende können wir die Zeit weiterlaufen lassen, damit wir es beim nächsten Mal nicht verkeksen. So. Voraus. Die Zeit läuft weiter. Okay, also wir haben haufenweise Brot da liegen, das müssen wir noch abholen, aber ich würde sagen, wir machen jetzt Ende an dieser Stelle. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Vergesst das Däumchen nicht, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr noch kein Abo habt, nehmt eins mit und dann sehen wir uns wieder zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Bis dann, euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Tschüss.